Hallöchen, da sind wir wieder bei Honeypop. Wir sind im Fitnessstudio bei Momo. Wir schauen jetzt mal, können wir dir noch irgendwas schenken? Ein Wollknäuel, wer hätte es gedacht? Bei einer Katzendame. Really? Thank you. What did I do to deserve it? Wir wollen dich poppen, deswegen hast du das verdient. Aber wir haben eine neue Frisur bei dir freigeschaltet. Ja, da lässt sich wieder drüber streiten. Wir schalten dich soweit mal auf Random, wobei mir dieses kurze in diesem Fall eigentlich, also die andere Frisur jetzt quasi wieder ein bisschen besser gefiel. Trinken tust du nichts, sagen wir, oder? What is it? Do you drink it? Du trinkst immer und überall, okay? Yeah, you say it's okay. Echt? Immer? Okay, Lime Margarita wäre dir am liebsten sogar gewesen. Egal, geht auch so. Wir quatschen mal erst noch eine Runde mit dir. I'm bored. Ask me a question. Ja, deine Arbeit. Was ist, machst du beruflich? For work? I don't know. I'm a kitty. Okay, was hast du uns jetzt geantwortet? Ja. Einfach Kitty. Okay, das, damit verbringst du deinen Tag quasi. Gut. Okay, what do you want to talk about, hm? Ja, dein Gewicht, wie viel wiegst du? Auch was um die, in Pfund umgerechnet, 102 bis 106. I'm only 100 pounds. Nur 100. Everyone's bigger than me. Ja, ist doch egal. Ich mag doch auch die Kleinen hier und die Leichten. Wir schauen mal rein, was wir uns noch upgraden können. Ich würde sagen, wir holen uns Orange und wir holen uns Blau. Es füllt sich langsam alles sehr gut hier. Du mochtest auf jeden Fall Orange, genau, und Rot nicht. Und dann daten wir dich doch einfach mal. Let's go! I'll lead the way! Das zweite Date im Schwimmbad. Make sure my ears don't get wet. It really freaks me out. Wir werden dafür sorgen, dass zumindest deine Ohren nicht feucht werden. Genau. Gut, wir gucken hier rein. Da hätten wir schon mal einen Fünfer. Da unten kriegen wir nichts rein. Dann machen wir jetzt erstmal hier die Herzchen und machen uns direkt wieder alles kaputt hier oben, egal. Hier wäre natürlich jetzt also auch schön, dann hätten wir uns direkt hier eine Vierer hinmachen können. Hier haben wir noch Herzchen. Mehr Herzchen kriegen wir jetzt so nicht zusammen. Deswegen gehen wir jetzt zu den Blauen. Haben dann hier direkt einen Vierer hinterher, außer wir haben hier ein Herzchen, kriegen wir hier irgendwie ein Herzchen rein. Herzchen wäre schön, wir haben aber nichts, womit wir die nach unten holen, die vielleicht. Einen müssten wir hier noch runter. Aber was dafür, das Tröpfchen. Dann kommen wir aber zu weit nach unten. Haben wir eine andere Möglichkeit? Ich glaube nicht, ne? Nein. Ah, schade. Kriegen wir vielleicht irgendwie anders was nach unten? Oder holen wir uns. Und uns die einfach alle. Oh, da kommt wieder der draus. Doof. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof. Egal. Dann machen wir es eben so. Und wandeln uns jetzt die Herzen um. Wir können uns dann nämlich direkt hier einen Fünfer draus machen. Und dann können wir hier noch. Schön. Irgendwo etwas Sinnvolles. Nicht so ganz. So. So, jetzt hätte ich hier
Siegern 2, 4, 6, 7. Uns fehlt aber noch einer. Ist egal, wir holen uns jetzt. Wie viel braucht man denn hier für die. Da brauchen wir auch 6 Stück für. Das ist natürlich jetzt. Wäre ein Fünfer. Wäre ein Fünfer. Nee, machen wir nicht. Machen wir erstmal nicht. Wir bräuchten noch ein paar von unseren Tröpfchen hier. Kriegen wir hier irgendwo was zustande? Ja. So, jetzt könnte man nämlich doch überlegen. Wir holen uns jetzt hier Virus. Und hier. So. Jetzt geht's weiter. Hier jetzt im Blauen. Kriegen wir den irgendwie einen runter? Genau so. Da freut sich unsere kleine Kitty. Und wir haben das Kätzchen wieder mal zufriedengestellt auf unserem Date. 3600. Und dass du so freiwillig mit ins Schwimmbad gehst. Das wunderte mich jetzt ein wenig. Dass du nur Angst um deine Ohren hast. So. Etwas zu essen. Cookies. Du magst Cookies, du magst Sunday, du magst Kuchen. Im Prinzip kaufen wir dir erstmal alles. Wollen ja schließlich auch so einiges über dich erfahren. Super duper good. What a treat. Wunderbar. Haben wir eigentlich auch noch ein kleines Geschenk oder so für dich? Ein Jojo. Oder du spielst Schach. Egal, du kriegst auch ein Schachbrett. It's really pretty. Can I really have it? Can I? Natürlich kannst du. Dann kaufen wir dir noch direkt hier die Tennisbälle. You spoil me too much. Dann haben wir nämlich direkt wieder eine neue Frisur von dir freigeschaltet. Ja, geht wieder. Auf einmal ziemlich lange Haare. Geht wieder so ein bisschen was ins Japanische, würde ich sagen. Wir bleiben bei dir auf random. Gut. Wir mussten, glaube ich, noch verdammt viel über dich erfahren, ne? Nachname. Hast du einen Nachnamen? Wahrscheinlich nicht als Kitty, ne? Alter, Homeworld. Let's see how much you know about kitties. Do you know how long indoor cats usually live for about? Ja, 14 bis 16 Jahre, ne? So um den Dreh. Yeah, that's it. How'd you know? Ich hatte selber schon mal Katzen. Aber bist du denn eine Indoor-Kitty eigentlich? Ich meine, du hast doch draußen rumgestreunt. Wir haben doch jetzt erst angeboten, dich mitzunehmen. Ich hoffe, du lebst länger, hallo? Wie alt warst du nochmal? Wissen wir das schon? Das wissen wir noch nicht, ne? Nein. Du bist doch wohl hoffentlich älter wie 14 bis 16. I'll teach you about kitties, okay? Do you know about how much of their lives cats spend grooming, huh? Wie viel verbringen sie denn damit? Um die 20%? Wait. Nein, okay. Is that right? I don't think so. Dann halt nicht. Weiter geht's. Play the question game. It's really fun. You didn't forget my birthday, did you? 2. Oktober. Ha. Ist ja nicht so lange her, wo du mir das verraten hast. I know. I'll ask you a question about me. How many pounds do I weigh? If you remember. 100. Glatte 100. Yeah, you remembered it. Time for a kitty quiz. What was it? What's the group of cats called? Ich kenn's aus manchen Spielen generell als Rudel quasi, dass das ein Pack ist, oder? No, silly. Nein? Okay. Don't you know anything about kitties? Nein, in dem Falle kenne ich das scheinbar leider nicht. Tut mir leid, Momo. Okay. Wir schauen mal weiter. Bei wem waren wir denn noch nicht? Waren wir heute schon bei Q? Bin ich echt so vergesslich? Waren wir schon bei Lola? Bei Lola waren wir auch noch nicht, ne? Wir marschieren mal zu Lola. Bye bye! Bye bye! Momo! Bye bye, Momo!
Momo, bye bye. Turtle Beach. Lola. Good evening. Oi. Hör mal. Mehr Stoff konntest du dir aber auch nicht leisten, wa? Guten Abend übrigens. Wir haben gerade deine Augen bemerkt. Gut. Haben wir ein Geschenk für dich. Wir ein Kompass. Mhm. Und, ach, guck mal hier. Scuba Diving. Bitteschön, der Kompass. Wow, you really are something else, you know that? Haben wir direkt eine neue Frisur freigeschaltet. I can't tell you how much I appreciate this, honestly. Schauen wir gerade direkt mal die Frisur. Das ist, glaube ich, die erste Frisur, die mir wirklich mit Abstand besser gefällt, wie die Standardfrisur. Ja, so siehst du wirklich... ja. Okay, du bist ja eine dunkelhäutige, ja. Ja, ist jetzt die Frage, ne? So siehst du wirklich... Ja. Wie soll man das sagen? So klassisch aus, wie man es wirklich von einer dunkelhäutigen quasi erwartet. Und so siehst du wirklich süßer aus und auch irgendwie wesentlich jünger. Aber soweit, wie alt warst du? 24. Sehr hübsches Alter. Okay, wir versuchen es mal. Mochtest du was trinken? Bit too early for me. Am Abend möchtet ihr alle noch nichts trinken. Gut, dann schauen wir mal rein. Bildung, Job, Hobby, Geburtstag. I wonder if you've been paying attention. You can tell me which season I like most, right? Du warst Frühlingskind oder Herbst? Frühling? Herbst. Wrong. Frühling. Better luck next time. Ah, hätte ja sein können. I just had a really good question in my head. Shit. Wait, vergessen. Got it. Oh. What's your biggest goal in life? Mein größtes Lebensziel. Ich habe keinen einfach, ja, quasi das Leben genießen, oft flachgelegt werden. Okay, erst viermal, ne? Vier. Jesse, Aiko, Q, Bailey, ja. Viele neue Sachen lernen, das hört sich eigentlich ganz gut an, ne? That's a good answer. Can I steal that from you? Aber das wird mir nicht geklaut. Gut. Was können wir dir denn eigentlich noch zu essen anbieten? Guck mal, Orange. Lecker, lecker. Where did you get this? It's so good. Ich hab keine Ahnung, lag da hinten im Mülleimer. Ask me something about myself. Toll, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich alles noch fragen wollte. Auf jeden Fall, wo du wieder bist. I graduated with a 4-year degree in business administration. Was? 4 Jahre Business Administration? Hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt fast gar nicht eingeschätzt. Okay, Lola hat kein Geld für genug Stoff, hat jetzt eine hübsche neue Frisur und ja, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen und verabschiede mich mit diesem netten Anblick hier und im nächsten Part werden wir dann Lola daten. Bisher haben wir leider erst ein erfolgreiches Date mit ihr gehabt. Ich war auch oft genug nicht in der Stadt und all sowas, aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal versuchen, dieses Date wieder, ja, eben gut rumzubringen. Hat ja auch in letzter Zeit eigentlich relativ gut geklappt, eigentlich mit dem Daten. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet beim Date mit Lola wieder ein. Wir sehen uns. Ciao.